Am 2. April gegen 13.45 Uhr verunglückten zwei Insassen in einem BMW auf der S-255. Ein älteres Pärchen fuhr von der A-72 kommend in Richtung Raum. Der Fahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich anschließend überschlug. Dabei wurde die 51-jährige Beifahrerin schwer und der 66-jährige Fahrer leicht verletzt. Die Feuerwehr war zum Abbinden von auslaufendem Öl und zum Reinigen der Fahrbahn an die Einsatzstelle gerufen worden. Ob einsetzender Schneeregen oder unangemessene Geschwindigkeit die Ursache des Unfalls war, wird durch die Polizei ermittelt. Der Autobahnzubringer war während der Unfallaufnahme vollgesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.